Hallo und willkommen zurück hier bei Watch Dogs 2. In der letzten Folge haben wir wieder diverse Missionen beendet und waren, glaube ich, auf Alcatraz. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, das war in der letzten Folge. Und jetzt bin ich hier gerade mal am Schauen. Die Aufnahme läuft zum Glück. Ich bin hier schon wieder so improvisiert am Aufnehmen, wie lange nicht mehr. Aber es geht nun mal im Moment nicht anders. Ich bin nämlich wieder dabei, ein bisschen meine Hardware umzustellen und, es sollen ja trotzdem Folgen kommen. Wir machen, würde ich mal sagen, die Hauptmission weiter, oder? Ich würde sagen, machen wir mal. Dazu nehmen wir uns hier dieses coole Auto. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt eine Mission machen wollte. Für den Fall, dass ja, tut es mir leid. So. Und mein Sound ist ein bisschen laut. Irgendwas ist hier nicht verfügbar. Ich glaube, dass dieses HDR-Zeug, oder? Ich glaube schon. Oh nee, das verwirrt mich immer total. Das ist auch im Schnitt total beschissen, wenn man dann irgendwie HDR-Material hat. Deshalb versuche ich das so weit wie möglich aus dem Schnitt rauszuhalten. Deshalb hatte ich jetzt auch letztens so viele Probleme, wo Premiere mich einfach wieder so genervt hat. Und dann musste ich das am Ende komplett anders umrendern. Das war total komisch. Und zwar habe ich ja immer so eine ganz normale Datei am Ende. Ich glaube, die ist sogar, ich glaube, das ist eine ganz normale MP4-Datei. Und, boah, was ist das komisch? Es gab einen Patch, seitdem ist das Spiel total komisch. Auf jeden Fall, gab es. Ach, ich soll über die Brücke, okay. Ja, genau, ich hatte eine ganz normale MP4-Datei, ich habe mir keinen Timer gestellt. Das war das, was ich vergessen habe. Und zwar, ja, ich hatte meine ganz normale MP4-Datei, habe die in Premiere reingezogen, alles soweit geschnitten und wollte es dann rendern. Und immer wieder hatte ich am Ende so einen Codierungsfehler. Und dann hatte ich hinterher nur so irgendwie so eine Datei, wo nur die Hälfte des Videos gerendert war, aber was die normale Renderzeit hatte. Und da war halt relativ schnell klar, obwohl ich extern rendere, dass es an Premiere liegt. Weil sobald ich halt eben das Servering auf das externe Programm beendet habe, Premiere komplett abgekackt ist und das habe ich sonst nie. Und ja, das habe ich dann auch versucht, intern über Premiere zu rendern. Das war die Folge auf Alcatraz. Und das hat halt auch nicht funktioniert, was halt echt scheiße war. Und deshalb habe ich dann das Videomaterial erstmal in Premiere Elements, das muss man sich mal geben, ich habe mit Elements geschnitten, in Premiere Elements gezogen, das dann da einmal einzeln rausgerendert. Das hat da sogar funktioniert, ich war überrascht. Dann habe ich die fertig gerenderte Datei in das normale Premiere Pro reingezogen, das dann da geschnitten. Allerdings hat mich das wirklich, ich musste dieses Video locker fünfmal schneiden und das hat mich echt ein bisschen abgefuckt. Vor allem auch das Abmischen ist halt immer ultra komisch einfach, wenn man halt immer wieder die Dateien einzeln exportiert und so. Naja, ich glaube, jeder, der sich halbwegs mit Videoschnitt auskennt, weiß, was ich meine. Naja, auf jeden Fall ist die Folge online. Ah, nee, sie ist noch nicht online. Sie kommt in einer halben Stunde, glaube ich, online. Und die Folge hier seht ihr dann morgen. Und ja. Auf jeden Fall ist das unter anderem auch Grund dafür, dass ich wieder ein bisschen Setup-technisch was umstelle. Denn ich verändere ja ganz gerne mal irgendwas, wenn ich es mir irgendwie einfacher machen kann. Obwohl ich es ja generell relativ kompliziert handhabe mit Aufnehmen und so. Naja, ich muss auch noch mein Audio-Equipment irgendwann neu verkabeln. Unter anderem hier das Mikrofonkabel muss unbedingt ausgetauscht werden. Ansonsten, das wird irgendwann sterben. Es hat jetzt schon einen Wackelkontakt. Da sind ja drei so Pins und der in der Mitte wackelt ein bisschen. Allerdings hat das bisher noch keinen Nachteil gebracht. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass der bald kommt. Deshalb. Eine Handvoll korrupter Polizisten hat aus dem CTOS-Verbrechensnetzwerk eine gefährliche Waffe gemacht. Vor kurzem bekannt gewordenes Material zeigt, wie sich Mitglieder vom Oakland Police Department über CTOS selbst den Status Undercover geben, um Drogenschmuggel und Attentate auf Mitglieder ihrer eigenen Stadt zu organisieren, ohne Angst vor Vergeltung haben zu müssen. Stadträtin Miranda Comey hat eine Sondereinheit für die Untersuchung einberufen. Das hat die gute Miranda doch gut gemacht. Sie muss mich hier echt anders hinsetzen. Ansonsten sterbe ich hier und das Mikrofon sollte eigentlich weiter so passen. Gut, da reden wir jetzt mal mit dem Typen hier. Hey, was zu sehen? Schön, dich zu sehen, Retro. Du weißt, die ganze Deadset-Community steht hinter dir. Alle mochten Horatio. Das wirst du ja sicher zu schätzen. Was ist denn hier los?
Hab mich in die Kamera gehackt und ein paar Stunden zurückgespult. Man sieht, wie die Tescars Kisten auf das Boot laden. Da sind eine Menge Typen mit Knarren. Wäre auch sonst so einfach. Danke für die Warnung. Viel Glück, Retro. Also gehen wir jetzt in das Boot rein. Boah, wenn ich mit Facecam aufnehmen würde, das wäre zum Teil einfach so strange. Ich glaube, dann würde niemand mehr meine Videos gucken. Im Moment sind das... Übrigens, ich habe ja gerade wieder ein paar Videos hochgeladen. Und, die ganze Zeit wird mir jetzt angezeigt, ich solle meine Videos monetarisieren. Ich mache gerade mal 1000 Aufrufe im Monat. Und ich soll meine Videos monetarisieren. Da dachte ich mir auch nur so, ja, danke, YouTube, dass du mir das sagst. Schallgedämpfte Pistole mit Visier, das ist günstig. Ist der Typ ein Gegner? Ich glaube schon, oder? Wohl, nee, ist er nicht. Dann gehen wir da mal hoch. Auf jeden Fall, ich finde das total strange, dass YouTube will, dass ich meine Videos monetarisiere. Weil sich das ja auch so für mich lohnt. Wir haben einen Eindringling. Nein, haben wir nicht. Erledigt ihn. Beschickt die Ware. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Das Ganze erinnert mich gerade ein bisschen an GTA 4. War ja auch am Anfang auf dem Boot. Und in GTA 4 gab es, glaube ich, auch so eine Bootmission. Oder war es in GTA 5? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist alles schon so lange her. Oh mein Gott. Stirb. Der ist aber hässlich. Die Tattoos stehen dir nicht, mein Freund. Und dir auch nicht. Flieg mal über Bord, bitte. So, der ist down. Ja gut, den da hinten kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr weg. Der da gerade Hilfe ruft. So, Geld. Oh Gott, hör mal auf mich zu schießen. Das ist sehr unfreundlich. Komm, treffen, treffen. Perfekt. Kann es sein, dass der Weißabgleich total rumspinnt seit dem Update? Ich glaube schon. Es kommt mir echt extrem so vor. Oder das ist einfach nur mein überverwöhntes Auge. Stirb. Was zum Teufel? Was will der von mir? Stirb. Mist, der lebt natürlich noch. Wisst ihr was? Wir ändern jetzt einfach mal die Waffe. Die wissen sowieso schon, dass wir hier sind. Als ob es da noch einen Unterschied macht, wenn wir hier jetzt nicht mehr mit einer lauten Knarre rumlaufen, sondern mit einer leisen. So. Adios, mi amigo, heißt es, glaube ich. Spanisch Skills on Point hier. So. Der lebt noch. So. Lebte, nennen wir es mal. Nee, hier ist kein Bewaffneter, ist alles eine Lüge. Eine große Lüge. Ah, Kokainkisten zerstören. Das ist ja interessant. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Die reden doch sogar Spanisch. Feier ich irgendwie. Ich finde Spanisch lustig. Vor allem, wenn die sich aufregen. Das hört sich immer lustig an. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, wo Justin Bieber irgendeinem spanischen Fan auf die Fresse gehauen hat. Wie der sich aufgeregt hat, der Typ, das fand ich total lustig. Ich meine, natürlich ist es nicht lustig, dass jemand auf die Fresse haut, aber wie der Typ sich aufgeregt hat, da musste ich schon ein bisschen grinsen, muss ich sagen. Naja, er hat den Schlüssel für uns. Nope. Ich komme hier jetzt sogar überall rein, das ist sehr lustig. Nö, tue ich nicht. Boah, ich müsste mich echt mal auf Aufnahmen vorbereiten. Dann würde ich nicht hier nicht immer so rumlaufen wie so ein Auto. Tschüss. So, hier haben wir jetzt irgendwo doch bestimmt die letzte Kokskiste, oder? Ich bezweifle, dass die irgendwo im Wasser ist oder so. Obwohl, zwei sind es noch. Da muss ich erstmal suchen. Wo ist das? Da oben vielleicht? Sieht irgendwie danach aus. Ist das hier Koks? Nein, oder?
Hier sind auch, wird auch keine Kiste mehr angezeigt. Die hat sich vielleicht selbst zerstört oder so. Bye, bye. Nee, no Krankenwagen, s'il vous plaît. Jetzt auch noch Französisch dabei. Skills on point hier. So, einmal hier hoch. Wo ist das Koks? Aha. Hallo. Dann brenn mal schön. Oh, hübsch hier. Ich glaube, hier stelle ich mich mal kurz hin für ein schickes Thumbnail. Gesamte Kokainlieferung zerstört. Die wissen jetzt, dass wir es ernst meinen. Verzieh dich mal lieber. Oh, shit. Genau das dachte ich mir, dass das Ding jetzt explodieren wird. Aber ich will noch ein schönes Thumbnail-Bild haben. Wenn jetzt noch dieser rote Balken weggeht, dann ist es, das Bild perfekt. Allerdings glaube ich, daraus kann ich schon was zusammenbasteln, wenn ich im Nachhinein daran denke, das Thumbnail überhaupt zu machen, denn den Fall kann ich dann einfach wegphotoshoppen. Das habe ich bei dem Alcatraz-Thumbnail auch gemacht. Denn ich mache ja immer direkt beim Schneiden die Thumbnails dabei und da habe ich das auch gemacht. Fand ich lustig. Irgendwo hier ist doch noch was. Hier irgendwo. Aha. Tschüss. Hübscher. Oh Gott, was ist das? Was war das für ein Auto? Wiegte so ein bisschen wie ein Dingens. Wie so ein Elektroauto. Obwohl einige Elektroautos sind echt cool, aber manche, die so richtig futuristisch wirken, die sind einfach mega strange, finde ich. Einmal da hoch bitte und hier hoch und hier hoch. Man merkt, ich bin ein perfekter Konsolenspieler. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Nein, nein, nein. Hier ist niemand verletzt. Nein, nein. Alles eine große Lüge. So. Falls ich übrigens ein bisschen strange klinge, es liegt einfach daran, dass ich, glaube ich, krank werde. Also es fühlt sich so an. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht aufhalten, heute mindestens eine Stunde aufzunehmen und dann morgen mehrere Stunden. Weil ich mal wieder ein bisschen vorproduziert habe und auch weiter vorproduziere, damit ich die Folgen auch weiter bringen kann. Die zwei Folgen, die finde ich eigentlich schon relativ nice, wenn man zwei Folgen am Tag hat. Ups. So. Dann mal raus hier. Okay, die Aufnahme läuft. Das funktioniert anscheinend also alles. Ein Wunder. Boah, ich klinge bestimmt total krank. Ich hoffe mal nicht. So, DedSec. Was ist das? Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Okay, die Teskas in diesem Video, die Horatio entführt und getötet haben, die als Nächste. Der Boss nennt sich Pablo der Heute. Er versteckt sich irgendwo. Die anderen sind Luis Trevino, Tina Huerta und Jorge Gutierrez. Sie treffen sich in den trockenen Kanälen, um über DedSec zu sprechen. Gut, die holen wir uns. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollen oder ob wir erstmal eine Nebenmission machen sollen. Wir gucken mal in Noodle Maps. Haben wir hier zufällig irgendwo mal wieder was zu malen in der Gegend? Hier ist was. Dann würde ich sagen, da fahren wir jetzt mal hin. Wir haben eh nur noch 11 Minuten. Also wir haben schon 11 Minuten und das zwischendurch mal zu machen, wenn halt eben was in der Nähe ist, finde ich eigentlich nicht schlecht, damit die Mission dann endlich mal weg ist. So, einmal durch den Tunnel hier. Ups, das war ich nicht. Das war ich alles auch nicht. Das war irgendein Polizist, der nicht fahren kann. Das ist ja mal ziemlich obvious. Ups, oh, Algaris. Das tut mir aber leid, dass ich in euch reingefahren bin. So. Dann fahren wir da jetzt hin. Das ist sowieso direkt um die Ecke, wenn das richtig berechnet. Boah, was hat das Update gebracht? Das Ganze kam ja mittlerweile auch für den PC raus. Allerdings habe ich das mal kurz angespielt und dachte mir nur so, ich werde jetzt nicht für die paar Folgen, die uns jetzt noch überbleiben, ich meine, es wird jetzt nicht mehr, also locker nicht mehr, irgendwie 500 Folgen für das Let's Play dauern. Also ich denke mal, das wird auch bald zu Ende sein oder bald in Richtung Ende gehen. Und dafür werde ich jetzt nicht auf den PC wechseln und dafür mein komplettes Spiel nochmal neu spielen. Ich
bin mit der PlayStation-Version eigentlich ganz zufrieden. Wie komme ich darüber? Aha. Das wird Blum schmerzlich treffen. Hinweise, dass die Polizei mit dem CTOS ihre Verbrechen versteckt. Beweise, dass Blums Profiler feuerwütige Polizisten ins Feld schickt. Verdammt, wir haben sogar Namen und Gesichter. Alles harte Fakten. Da können sie nichts schönreden. Willst du echt alles in Mirandas Hände? Schade, dass wir da nicht hoch können. Der ordentliche Dienstweg arbeitet langsam. Je länger es dauert, desto mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Das bedeutet, dass Blums Ruf langfristig Schaden nimmt. Und Miranda braucht das jetzt. Das schulden wir ihr. Ja, du hast recht. Mist, dass wir das nicht machen können, das ist ein bisschen ungünstig. Wie soll ich denn bitte hier hochkommen? Wir können ja mal gucken, aber ich sehe hier jetzt nichts, ehrlich gesagt. Vor allem kommen wir auch mit dem anderen Ding da nicht so einfach hoch. Und hier sollen wir ja malen. Sehr strange. Okay, die Drohne ist auch nicht schlecht. Die ist eigentlich echt relativ hilfreich. Da können wir irgendwas aktivieren. Ach so. Da ist die Drohne, da ist das Ding. Und da können wir an sich ja nicht so einfach hochklettern. Vielleicht fehlt uns dazu auch einfach noch Equipment. Ich glaube, da irgendwie drauf zu schießen macht es jetzt auch nicht besser. Ärgerlich. Allerdings ist das Ding doch extra dafür da. Ach so, guck mal, hier geht es noch weiter. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aha. Okay, gut. Die Entwickler haben also doch mitgedacht. Finde ich gut. Und dann haben wir das auch erledigt. Möchtest du eventuell... So. Dann mache ich mal Folgendes. Die Drohne, die fliegt da hinten halt immer noch rum. Dann aktiviere ich die mal und rufe die mal zurück. Das heißt, hier kommen wir jetzt rüber. Nehmen die mal mit. Und jetzt sollten wir auch theoretisch darüber kommen, irgendwie. Rennen. Genau. Ich hatte schon wieder Angst, dass er da runterfliegt. Das hatten wir ja schon mal. Und dann sollte jetzt hier unser cooles Gemälde entstehen. Das ist mal wieder Kunst. Ich finde das immer total lustig bei den Thumbnails, wenn man da irgendwie so gerade so am Photoshoppen ist und dann irgendwie das Logo nicht ganz zu den Farben passt, die man so im Hintergrund hat. Und man dann einfach den Hintergrund vom Logo auch nochmal so ein bisschen abändert. Das finde ich total lustig. Letztens habe ich das ja mit Pink gemacht, glaube ich, weil ich so ein pinkes Bild hatte. Das sah schon ziemlich lustig aus, fand ich. Hat auch gut gepasst. So. Komme ich hier runter, ohne dass was passiert? Ja. Yep. Gut, dann benutzen wir mal wieder unser Polizeiauto. Hat das eigentlich ein ganz normales Radio? Anscheinend nicht, oder? Komisch, es läuft keine Musik. Liegt vielleicht daran, dass du in einem Polizeiauto sitzt? Es wäre möglich. So, wie viele sind denn hier jetzt noch zu machen? Wenn du mich abfuckst, kriegst du Ärger, Lady. Das sieht nicht schlecht aus. Oh Mist. Ups, ich würde sagen, wir setzen das mal als Wegpunkt. Aber erstmal werden wir jetzt die Polizei los. So, hier sind wir los. Doch, ist er. Er ist ganz weit weg. Ganz weit weg. Ganz weit weg.
Tschüss. Und raus hier. Gut so. Alles gut so. Und die müssten jetzt eigentlich auch los sein, oder? Ach komm, ich lasse das Auto hier jetzt einfach mal irgendwo stehen. Wehe, die kommen hier jetzt rein. Dann kriege ich aber einen Anfall. Oh, das Auto ist cool. Als ob die mich hier durchsehen. Das ist doch nicht möglich. Oh, ich glaube, ich bin die los, oder? Ups. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren da jetzt noch eben hin. Und dann setze ich einen Cut. Dann werde ich hier auch endlich mal das Ganze zu Ende umstellen, damit ich hier jetzt nicht sitze wie in sonst was. Und dann nehme ich gleich weiter auf. Ich brauche halt noch ein paar Folgen. Also für morgen und für übermorgen muss ich heute noch aufnehmen. Und ja, morgen habe ich dann wieder mehr Zeit. Ich hoffe mal, dass bis dahin meine Stimme nicht ganz weg ist. Aber ich denke, das kriege ich schon irgendwie hin. So. Da vorne geht es auch schon weiter. Ich denke, wir werden uns dann bald auch mal wieder Nebenmissionen widmen. Also, das wäre möglich. Allerdings finde ich die Mission hier gerade total interessant. Generell, Hauptmissionen sind immer total interessant. Naja. Ups. Okay, das Handling geht aber echt am Controller klar. Aber ich würde sagen, das ist halt auch schon da vorne. Deshalb würde ich sagen, setzen wir hier mal einen Cut. Und ich muss nicht, würde ich sagen, andauernd wiederholen. Also, das war's mit der Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin! We'll be right back.